Achso, jetzt, warte mal, kann ich die Karte hier wechseln? Nee, ach nee, so fortschrittlich war das Spiel ja noch nicht zu der Zeit. Ich muss ja jetzt hier. Da. Warte, welche ist die Karte? Kolonie? Karte Alte Mine. So, ah ja, genau. Ah ja, ja klar, natürlich. Logisch. Also Damado schreibt mir hier die ganze Zeit irgendwie nur so 3 Sterne. Also kannst du mir nicht wenigstens 5 Sterne schicken, also 5 Sterne geben für den Stream. Ich gebe mir wirklich Mühe. Weg so, mit jetzt. Der Waffe, weg damit! Oh, Dankeschön. Dankeschön, das freut mich jetzt. Aber warte mal, jetzt sind hier da, auch noch wieder ganz viele Profis unterwegs. Es gab doch in Gothic 1 die Lurker, oder nicht? Da habe ich vorhin mal drüber spekuliert, weil die Namen... Aua! Der Name ist mir eingefallen, aber ich wusste nicht mehr, ob es die hier gab oder ob es die in einem anderen Gothic oder in einem anderen Game gab. Ich meine, gab es in Gothic 1. Ach so, ja, wenn das ein Link ist, dann, dann zieht ihr jeder Bot hier gerade einen drüber. Wow! Oh! What the fuck? Oh, diese Blutfliegen, alter Schwede. Ja, kann sein. Ich meinte, die gab's hier. Das waren doch so komische, so, weiß nicht, so Echsen-Fisch-Mensch-Kreuzungen oder so. Die waren irgendwie schräg. Und so wie jedes Viech am Anfang saustark, weil eigentlich alles irgendwie einen umbringt. Mich wundert es eigentlich, dass sie... Warte, ach nee, das war Gothic 2, glaube ich. Ich glaube, war das in Gothic 2, wo man am Anfang das Wolfsmesser bekommt und das eigentlich für eine lange Zeit das Beste ist, was man so kriegt? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nee, links sind nicht so schlimm. 3 Punkte ist viel, viel schlimmer. Boah, ich habe so viel getrunken. Ich muss mal kurz AFK. Ich bin mal kurz eben weg. Ich muss eben kurz zur Toilette. Ich bin gleich wieder da. Genießt schon mal die atmosphärische Musik. Der alten Mine. Okay, man kann nicht runtergucken. Doch, vielleicht das ein bisschen so schräg. Keine Ahnung. Genießt das schon mal. Gleich schauen wir uns die alte Mine an. Bringt euch schon mal in Stimmung mit dieser feinen Musik. Bis gleich.
So, ich bin wieder da. Oh, ich hab voll Bock, ey. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, als ich das erste Mal in dieser alten Mine war. Und es war zu dem Zeitpunkt auch einfach stockfinster draußen bei mir. Und ich war halt doch total jung. Es war so gruselig. Ich hatte so einen Schiss. Und dann bin ich das allererste Mal so Mindcrawler begegnet. Und ich glaube, ich habe geschrien oder ich habe mir vorgestellt zu schreien. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war, ich habe mich so erschrocken und ich habe die Dinger einfach nicht kaputt gekriegt. Und es war so gruselig und die waren so. Oh, das war geil. Ich sollte vielleicht nochmal wieder speichern, weil irgendwie... So. Dann hier... Warte mal, der Typ war ganz unten, der mit der... mit der Liste. Ian war das, ne? Ian hieß der, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann man überhaupt in diesem Spiel Zeit hatte zu leveln, um die ganzen Aufträge, die man kriegt, auch zu machen, weil ich glaube, wir müssen doch jetzt gleich, um die Liste zu kriegen, oder kommt das später noch erst, mit der Minecrawler-Königin? Ist das nicht jetzt gleich die Quest? Kriegen wir die nicht jetzt gleich, um die Liste zu bekommen? Ich habe mir überlegt, mich dem alten Lager anzuschließen, weil ich die Feuermagie einfach total cool finde. Also, das ist wirklich rein einfach nur, weil die Feuermagier ganz cool sind. Und ich glaube, ich habe mich damals bei meinem ersten Lauf auch dem alten Lager angeschlossen, weil das ist, glaube ich, das erste, wo man so tatsächlich mit richtig in Kontakt kommt. Das neue Lager und das Sumpflager sind ja schon für den zweiten und dritten Durchlauf. Wobei das Sumpflager fand ich eigentlich total witzig damals, weil das total absurd war. Irgendwie so, keine Ahnung, ich fand die total, total witzig einfach. Die sind halt den ganzen Tag nur stoned und gefühlt besteht da jede dritte Quest irgendwie da drin, Gras durch die Gegend zu schieben von A nach B. Oder irgendwelche Viecher im Sumpf platt zu machen. Also ich möchte mich dem alten Lager anschließen, weil ich Feuermagier werden möchte. Ja. So war mein Plan. Was ist denn euer Lieblingslager, beziehungsweise was ist denn so das, womit ihr immer so spielt? Wenn ihr häufiger das schon mal durchgespielt habt, oder welcher Weg hat euch am besten gefallen? So, Ian, dann wollen wir doch mal deine Liste haben. Bist du Ian, der Chef der Mine? Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ist das nicht Gomez Mine? Ist das nicht Gomez Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Cool. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, dass Erz magisch ist. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Ich hab gerade so ein bisschen gelesen, was ihr so im Chat geschrieben habt. Und ich muss gerade. Also, spielübergreifend stehe ich auch hinter dir. Ich bin ein Riesenfan von Magie. Ich nehme immer irgendwas mit Magie, wenn das im Spiel irgendwie verfügbar ist. Da bin ich ganz dabei. Finde ich total klasse. Und, fällt mir gerade so ein, wenn man diese ganzen Gurus da anspricht, dass die immer nur so
Geräusche von sich geben und nichts sagen, weil man die ja nicht ansprechen soll. Und dass diese geilen Fausthände in Gothic 1, wo dann, wenn die anfangen zu rauchen, immer hier aus dem kleinen Finger der Joint oder was auch immer, wie man das bezeichnen möchte? Das ist ja Sumpfgras, keine Ahnung. Der hier aus dem kleinen Finger und immer so. Das ist hier haben halt einfach noch null Motorik, die haben einfach nur Fäuste, in denen alles drin ist. Das ist so geil. Ja, die wissen genau, wie man es macht. Gut ventiliert werden durch die Fingeröffnung. Schön, das war gerade direkt so ein Bild, was mir da in den Kopf geschossen ist. Super. Diego schickt mich, ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Ende. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Ich glaube, das hier war damals dann tatsächlich auch bei meinem ersten Durchlauf der Punkt, wo ich mich... Doch, warte mal, mit dieser Liste könnte man doch jetzt ins neue Lager gehen und sich dem neuen Lager anschließen, ne? Das ist doch eine der Bedingungen für das neue Lager dann. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend. Genau, hiermit kann man auf jeden Fall jetzt neues Lager und altes Lager besiegeln. Königin ja doch noch gar nicht, dann kommt das doch später. Ach, ja genau, das kommt doch später bei dem großen Ritual, wo wir jede Menge Nightcrawler Eier besorgen müssen, glaube ich. Minecrawler heißen die. Nightcrawler war Batman. Doch, der eine Wagen von ihm heißt das so, oder nicht? Der hat seine Gefährt. Ich weiß es nicht mehr. Das kommt auf jeden Fall woanders her. Ah, fürs Sekret. Genau, und da muss man gegen das Riesenviech kämpfen. Das war richtig eklig, glaube ich. Aber ich muss auch sagen, auch wenn die Grafik jetzt total altbacken ist, nenne ich sie jetzt. Retro. Muss ich sagen, dass ich die Bilder, die ich im Kopf habe von diesem Spiel, nicht so kantig und so in Erinnerung habe, sondern eher wie so, ich sag mal, Concept Arts von den Entwicklern, eher so wirklich so gezeichnet und so sauber dargestellt und rund und wirklich schön dargestellt und nicht so kantig und so eigentlich dann doch gar nicht so erschreckend gruselig oder so. Also so ein Scavenger hatte ich in Erinnerung eher wie so ein großer Dodo. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wie ich das besser formulieren soll. Also in meiner Vorstellung war die Minecrawler-Königin auf jeden Fall super eklig. Warte mal, hier laufe ich doch gerade zum neuen Lager. Hier bin ich doch falsch abgebogen. Warte, die da ich auch jede Menge Spinnweben und all so ein Zeugs und. Oh, da läuft mir auch glatt ein Schauer an den Rücken runter, ey, Alter. Uiuiui. Ui. Ja, also das stimmt. Das Gehirn, wenn sich das Sachen merkt, finde ich sowieso total faszinierend. Also, als ich das Spiel heute angeschmissen habe und die Patches installiert habe und alles vorbereitet habe, dass es auch alles dann klappen würde, hat aber nicht sofort geklappt, als ich wollte, da musste ich feststellen, dass gefühlt bin ich dann im Gedanken quasi so ein bisschen das Spiel durchgegangen. Ich glaube, das war einfach so Nostalgie, so in Erinnerung schwelgen. Gefühlt war dieses Spiel aber in meiner Vorstellung, der ganze Storyplot war so 10 Minuten lang.
Und ich hatte das Spiel so im Kopf nach, ja, 10, 15 Minuten. Aua! Durch. Also ich war dann komplett fertig, hatte das Ende erreicht, lag da unter den Trümmern und das war's. Das war fertig. Also irgendwie, jetzt schlendere ich hier jetzt schon gleich 4 Stunden durch das Spiel und bin noch nicht mal in einem Lager aufgenommen. Erstmal, weil ich zu blöd bin, da 2 Leute zu verkloppen. Ohne dabei direkt zu krepieren. Und ja, irgendwie, also mir fehlen auch ganz viele Teile. Also ich habe, wenn ich Sequenzen hier in dem Spiel sehe oder Orte sehe, fällt mir ein, ja, da musst du noch irgendwie noch hin für irgendeine Quest. Aber ich kann jetzt bei Gewissen echt nicht sagen, ob die jetzt wichtig war oder nicht oder wann die kam. Ich höre mich da lieber was ganz anderes. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Solange ich nichts damit zu tun habe. So, ich habe die Liste von Ian. Was, kein Stufenaufstieg? Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Früher wäre das ganz anders gewesen. Lass uns lieber hören. Das passiert mir nicht. Geschichte muss wohl doch was dran sein. Okay. Mach's gut. Ja. Also unsere Fußspuren, da komme ich immer noch nicht drauf klar hier mit dem Blut. Also ich weiß nicht, durch wen wir vorhin mal durchgelaufen sind. Der klebt ja immer noch unter so einem Schuh. Keine Ahnung. Oder kommt das durch irgendein Pesche hier? Ich kann ja meinen Fußspuren ja zurückfolgen bis zur Mine. Nee, hier ist Ende. Alter Schwede. Also, weiß ich, keine Ahnung, was das ist hier. So, also, wir können die beiden Typen nicht abmurksen. Da sind wir irgendwie nicht stark genug zu. Sonderlich viel Erz haben wir auch nicht. Quests haben wir auch nicht viel. Sumpflager noch. Aber da sind wir, die, ja, möchte ich ja nicht machen, ich möchte ja ein Feuermagier werden. Komm, ich muck's nicht ab, aber eigentlich habe ich gerade Angst, weil ich habe kein Leben. Ich hätte mir mein Leben noch aufladen sollen vorher. Warte mal, hier rechts ist auch eine Hütte. Bei dem Typen konnte man doch auch was lernen. Wir haben eh gerade nichts, keine Punkte.